SWR 3, die Tierdogs. Was hat er dann? Mit Dr. Hart. Ein Arzt der Leidenschaft. Und Dr. Zart. Nicht so fest. So, was haben wir dann? Es ist ein Hahn. Aha, und was hat er dann? Er trinkt Alkohol. Ja, wunderbar. Komm, mein Guter, komm, mir hat uns mal ordentlich einer ins Gefieder. Ich hab nämlich ein super Rotwein da. Hey, hören Sie auf. Außerdem trinkt er nur Bier. Na klar, Ihr Hahn ist bestimmt ein Zapfhahn. Ah. Das ergibt Sinn. Herr, du Thekefochel, mach mal laut. Ja, mach mal leise. Sache gibt's. Grundsätzlich ist es normal, dass der Zapfhahn sich eingenehmigt. Da können Sie beruhigt sein. Ja, wichtig ist nur, dass er dort dabei die Fleischknippe nicht weglässt. Ja, nur früher hat er immer ein Bierchen am Abend getrunken. Aber seit einigen Wochen trinkt er 10 pro Tag. Oh. Ist denn irgendwas Besonderes in letzter Zeit passiert? Nee, nicht wirklich. Er hat sich nur einen neuen Komposthaufen gekauft und damit sein Konto überzogen. Na klar, das ist es. Wie? Ihr Zapfhahn hat den Kreditrahmen gesprengt und sucht jetzt Trost an der Theke. Kreditrahmen gesprengt? Ich kann ihm eh. Hoffentlich sind sei Eilagesicher. Bei einem Hahn? Ach so. Damit er aus den Schulden rauskommt? Ja, nee, hier für unsere Rechnung. Bald wieder. Was hat er dann?